Nee, ich glaube. Und kämpft. Oh. Da liegt noch ein oller Spüllappen. Aber ich glaube, ne, das war's. Na gut, dann gehen wir raus. Wahrscheinlich kommen wir noch mal wieder her, wenn wir dann irgendeinen Code haben oder sowas. Oder ich hab's übersehen. Und oh, dieses Wissen ist echt mies, etwas übersehen zu haben. Nicht alles gefunden zu haben. Meine Neugier nicht befriedigen zu können. Verdammt, das ist so gemein. Immer aus, wenn man hier durchschlagen könnte. Ah! Nee, geht nicht. Schade. Gut. Der Laden ist scheiße. Wir gehen, Nick. Wir gehen wieder raus. Jo, Spookies. Da-dam, 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 da-dam. Mal eine Frage an alle. Zählt Abwaschen per Hand als Sport machen? Madel sagt nein. Herzog sagt auch nein. Ich würde auch nein sagen. Abwaschen? Nein, das ist doch kein Sport. Das ist ein Muss. Es sei denn, man hat einen Geschirrspüler. Der Hund rastet gerade ein bisschen aus. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Und er erinnert mich daran, dass er gleich raus muss. Das Problem ist aber, dass viele mit dem Geld nicht umgehen können. Ja, Kredite dafür aufnehmen. Aber hast schon recht. Dann ist der Kunde... Ja, aber dann haben die, ganz ehrlich, dann haben die noch ein ganz anderes Problem, wenn sie ihr Geld dann nicht für wichtigere Sachen ausgeben, sondern für solche Sachen, haben die Leute eigentlich noch ein ganz anderes Problem. Da muss man schon Prioritäten setzen. Gut, es gibt aber auch ein krankheitstechnisches Problem. Ja. Codes oder verschlossene Türen sind übel. Aber Mr. Sun sagt, abwaschen ist ein Sport. Es ist nicht mein Sport. So, Polizeirevier. Willkommen. Wenigstens das Polizeirevier muss ich heute noch irgendwie mitnehmen. Und ich bin auf dem richtigen Weg. Polizeirevier. Okay, da kommen wir nicht lang. Da müssen wir hier irgendwie durch. Police! Das sieht doch gut aus. Südboston. Da ist aber zu. Und wer wohnt da im Polizeirevier? Das ist Nick. Schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Oder ist es einfach noch eine alte Abwehrmaßnahme vielleicht? Einer ist da noch, ein Scheinwerfer. So, wie kommt man da jetzt rein? Ach, hier ist die Tür. Polizeirevier Südboston. Das müsste Nick doch auch interessieren. Das hat auch was mit Nick zu tun, glaube ich. Wenn du oft gleich aufgehst, könntest du einen Fallout 3 Spieler raiden? Wenn ich wüsste, wie das geht. Wo sind wir jetzt hier? Wohin ich zum Anfang wollte. Ich hatte mir vier, ich weiß es tatsächlich, ich hatte mir vier Quests rausgesucht. Und zwei davon habe ich auch schon erledigt. Ich muss mal das Radio eben ausmachen, damit es hier keine Ärger gibt. Boah! Nick! Okay, das sieht so aus, als wenn hier irgendjemand wäre. Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist.
Was ist der Wecker? Ist der verwandt mit dir, Nick? Terminal entsperren. Und dazu gehörte auch. Keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht. Ich wollte auf jeden Fall. Ich hatte was vor, ja. Ich, abnormal hat einen Treffer. Kenne ich irgendwoher. Virtuell? Warte, 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 warte. Paranoid. Paranoid hat zwei Treffer. Wow. Klingt so nach meiner Charakterbeschreibung. Warte mal, paranoid und abnormal. Ich steig da verdammt noch mal nicht durch. Aber ganz ehrlich, wir können keinen. Der kann nicht mehr gesperrt werden. Attacked. Alles klar. Zum Starten eines Raids gibst du Raid gefolgt vom Namen des zu raidenden Kanals ein. Okay. Nach der Eingabe von Raid wird deinen Zuschauern die angehaftete Chatnachricht namen. Okay, wenn ich das kann. Ich kann nichts versprechen und das ist nicht böse gemeint. Okay, wir haben eine Tür geöffnet. Wir haben eine Tür Was geöffnet. ist das denn? Button. Die Tür haben wir geöffnet. Ah. Nur Krimskrams. Todesschütz. Todesschützenmelone. Sieht aus wie aus Goldfinger. Okay, wir suchen aber ja diese Bänder, ne? In den Polizeirevieren. Kochplatte, Telefon. Ich kann's gerne versuchen, des Mortes. Klar, Fallout 3, warum nicht? Aber wenn ich so denke, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um das zu verstehen, was mit, wie ich Nick in die Power-Rüstung reinkriege. Alles klar, Südboston, Beweismittelterminal. Fall, Cornelis Aufzeichnung, schwerer Kraftfahrzeug, Diebstahl, Fingerabdrücke passend zu Fingerabdrücken der Verdächtigen Nicole Cornelli am Fahrzeug genommen. In der Asservatenkammer des Polizeireviers und so weiter und so fort. Fahrzeugbrief ausgestellt auf Nicole Cornell. Okay. Erneut versuchen. Wir wollen aber hier Winters. Ja, komm. Holobandaufzeichnung. Karte aktualisiert. Beschlagnahmt. Deputy Gold. Sheriff-Dienststelle. Nahant. Alles klar. Haben wir dann auch ein Band? Vorsätzliche Gefährdung. Oh. Objekt. Ein Grog nach Lendenschutz. Garantiert authentisch. Zurückgegeben an Mr. Cardwell. Den haben wir auch. Und eine Kriegsaxt. Garantiert authentisch. Zurückgegeben. Haben wir auch. Vincents Aufzeichnung, Gewaltanwendung und Körperverletzung. Fotosammlung des Opfers, verliehen an Büro des Staatsanwalts Angela Hammett. Zwei Schlagringe verliehen, ein Baseballschläger, na großartig. Bewaffneter Raubüberfall. Ein Band mit Aufzeichnung der Überwachungskamera aus der Sparkasse. Gefunden, Asservatenkammer. Das könnte interessant sein, in die Asservatenkammer zu kommen. Falls wir da überhaupt reinkommen. Und dann haben wir hier noch Gerettes Aufzeichnung Mord. Bericht über Blutspritzer in der Asservatenkammer. Baseball. Oh mein Gott. Oh, sowas hasse ich. Das ist so. Jeder Mord ist brutal, aber alles, was mit solchen. Nur mit solchen Waffen, weil es gehört schon was dazu, jemanden, glaube ich, mit so etwas umzubringen. Ich finde das so. Boah. Toilette. Daddy-O. Alles klar. Drogen im Klo. Warte. Okay. Dem habe ich es aber gezeigt.
Da haben wir noch Benzinkanister und oben war noch was. Und ein Löscher. Ganz wichtig. Verdammte Köter! Den falschen Sünd. Boah, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Der hat eine Golduhr verschluckt. Das war's aber jetzt hoffentlich. Da ist noch ein Protektron, alles klar, den könnten wir nochmal eben aktivieren. Oh. Den hat es zerlegt hier. Da ist noch was. Eichhörnchen am Stiel, unbedingt. Wir könnten den jetzt loslassen. Gibt es nochmal Erfahrungspunkte? Ich glaube, ne? Dann mache ich das vielleicht nochmal für die Erfahrungspunkte. Hua! Da draußen ist was. Ja, hier drinnen ist was. Ach, Handschellen, Ordner, Rattengift. Okay. Das war's aber. Oh Gott. Hier, Kaffee. Das übliche Klischee. Polizisten trinken Kaffee und essen Donuts. Donuts sind leider nicht mehr da. Haarklammerbox. Sehr cool. Und das sieht aus, als wenn wir jetzt eine Tonaufnahme machen könnten. Was singen wir denn heute? Keine Ahnung. Gibt es dafür doch fürs Entsperren gibt es auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Ein Treffer. Null. Also kann das dann auch nicht sein. Anything goes. Alles klar. Protektronsteuerung. Ja komm, wir aktivieren den einfach mal und dann ist gut. Das Mädel kennt sich aus. Jo. Dann raidet gleich mal Bonjour. Vielleicht raidet er mal zurück. Raid mal Royal Funk. Ja, genau. Die sind auch also angewiesen auf meinen Raid. Oh, Entschuldigung, ich will dich nicht behindern. Nick, lass ihn, sonst kriegen wir noch Ärger mit ihm. Ich nehme nur eben die Sachen noch mit und dann sind wir durch. Da war das Holoband. Oh shit. Ich guck gleich mal und versuche das zu finden. Hundemörder, ich sag's ja. Was soll ich denn machen? Soll ich sagen, hier, probier ein Stück von mir und dann lass mich in Ruhe? Geht auch nicht. Oh scheiße. Da war ordentlich was drin, alles klar. Die essen das jeden Tag. Also jetzt meist gratis erhalten. Achso, okay. Oh, Monte Alban ist auch wieder da. Schön, dass du da bist. Kleiner Tipp, wie man die drohende Sperre umgehen kann. Beim letzten Versuch raus und neu rein. Dann. Achso, ja, ich habe aber jetzt inzwischen das geskillt. Ich habe das geskillt, dass es keine Sperre mehr gibt. Dass keine Sperre mehr eingeleitet wird. Das war es mir echt wert. Weil ich da nicht mehr klarkomme. Gut, das Holoband. Verdammt. Ich habe keine Ahnung. Nein. Diverses, ne? Sales Holoband auch nicht, ne? Oder fallen die alle unter... Winter? Heißt der nicht irgendwie Winter oder sowas? Oh, scheiße. Wie soll ich denn hier das Holoband jetzt wiederfinden? Was ist der eben? Sheilas Holoband? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das war. Da. Es könnte auch ein Holoband... Es kam auch keine Nachrichten. Es könnte auch ein Holoband gewesen. Eddie Winter. War es Eddie Winter? Verdammt. Rainbird. Mein Monte ist albern. Ja, genau, Monte Albern ist da.
Ratet mal, wer hier wieder kichert. Der Rainbow, der sie verhaspelt hat. Kichern wie ein Mädchen. Ja, ich glaube auch. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es könnte auch irgendwie ein Code gewesen sein, den wir eingesammelt haben, um etwas zu entsperren. Naja, gut, okay. Wir haben... Haben wir? Ich gucke gleich mal eben, ob das abgeschlossen ist. Aber es war alles, was wir einsammeln konnten, oder? Verdammt. Es wird Zeit, eine Pause einzulegen. Es reicht auch. Es ist 7. Es ist, denke ich mir mal... Wir haben Rainbow auch mal zum Kichern gebracht. Ich gucke gleich mal eben, ob Südboston, ob das Polizeirevier erledigt ist. Achso, die Holobänder muss ich nur im Inventar haben. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube aber auch nicht, dass es eins gewesen ist. Es wäre uns angezeigt worden. Es wird wahrscheinlich irgendwie ein Code gewesen. Wer bist du denn? Wer ist denn Parker Quinn? Hä? Wer ist denn Parker Quinn? Parker Quinn? Wer bist du? Entschuldigung, Ma'am, Parker Quinn. Ich wollte nur sagen, dass es mich freut, dass du an meiner Ecke vorbeischaust. Warum? Nein, komm, wir sind ganz lieb. Schön, dich kennenzulernen, Mr. Quinn. Mr. Quinn? Was ist los? Sind wir Fremde? Mr. Quinn ist mein Vater. Ich bin Parker. Okay, der... Es wird aber gleich sehr persönlich hier, ne? Okay, dann eben Parker. Hey, sieh mal an. Wir sind jetzt Freunde. Was? Ich bin Parker und du bist Ma'am. Schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zur Sache. Jetzt werde ich aber... Ich mache dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Bist du bereit? Der will mir doch irgendwas verkaufen. Habe ich eine Wahl? Würde mich jetzt zum Opfer machen, oder? Ganz ehrlich. Klar. Was willst du mir anbieten? Bin bereit. Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du bezahlst mit Kronkorken. Von Flaschen. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612? Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form von Währung, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. Komm, der verarscht uns doch. Aber wir fragen erst, ich hoffe, ich bereue es nicht, weil das ist ja das Doofe, dass das nicht so richtig angezeigt wird. Die Kreditkarte? Habe ich doch gesagt. Kreditkarte. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte. Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Willst du eine? Was für eine Arsche. So, was... Und das ist kein Betrug oder so? Hast du mich das wirklich gerade gefragt? Hältst du mich für einen Betrüger? Ja. Meinst du, dass ich es so weit gebracht habe im Leben, in dem ich Leute übers Ohr gehauen habe? Nee, ich bin nicht ein Unternehmer. Das hier ist grundsolide. Klar, grundsolide. Klingel doch gleich an meiner Haustür. Bin ich immer Aufgabe? Ja, ich weiß auch nicht. Meine Lizzie hart am Flirten. Ja, ich flirte wieder und ihm gleich so mitten ins Gesicht. Auf jeden Fall. Was? Soll ich das mal machen? Miss, alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht. Soll ich ihm 110 Kronen kaufen? Also ich wäre bereit dafür, weil wir haben genügend und ich bin der Meinung, er verarscht uns. Aber sollen wir es machen? Sollen wir ihm eine Kreditkarte abkaufen für 110 Kronkorken? Ich meine, das wäre doch mal ganz interessant. Hallo? ihr hört, Parker wird ungeduldig, sagt Bescheid. Okay, Madel sagt, 110 sind der Spaß wert. Ja, gut, komm. Ja, ich glaube dir, Parker. Eine Kreditkarte, mit der ich überall bezahlen kann, denn du hast die Kronkorken abgeschafft. Dieses Schweigen macht mich verrückt. Was bist du, ein Serienmörder? Vielleicht. Hört sich gut an. Ich nehme eine. Ja. Hervorragend. Ich nehme dein Geld und du bekommst die Kreditkarte. War toll, mit dir Geschäfte zu machen. Sag's deinen Freunden. Parker Quinn. Selbe Ecke, jeden Tag. Volltrottel. Du Arschgesicht. Parker. Hey. Austausch und Rückerstattung ausgeschlossen. Ach, was du nicht sagst. Volltrottel.
So blöd, Mann. Und dafür habe ich jetzt, um mich einmal Volltrottel nennen zu lassen, habe ich ihm jetzt 110 Kronkorken gegeben. Ich meine, wenn es danach geht, ich kann noch Nick dafür bezahlen, mich Volltrottel zu nennen. Boah. Na gut, okay, wir haben es gemacht. Ja. Ich muss dahin. Vorlieb Fischverarbeitungsanlage? Mussten wir dahin? Nee, Marowsk. Hä? Okay. Wir müssen hart nach links. In die Richtung? In die Richtung? In die Richtung. Wow, das, ich meine, wenn ich beleidigt werden will, dann mache ich so weiter auf YouTube. Die machen sie auch nicht mehr wie früher. Nee. Ah, guck mal. Das ist doch, ich sehe es doch, das ist ein Ball, der nicht aufgepustet ist. Aufgeblasen wollte ich jetzt nicht sagen. Der ist schon gerne aufgeblasen. Sagt es nicht. Sagt es bitte nicht. Okay, wir sollen da in die Richtung. Alles klar. Leg ihn um. Ich soll ihn umlegen? Ach. Ach was. Das war mir doch vorher klar, dass er uns verarscht. Oh, das ist cool. Die Unstoppables. Direkt vor meiner Nase? Nö. Ich soll dahin. Wegen was jetzt eigentlich nochmal? Ich habe keine Ahnung. Wegen den Camps? Da ist noch eine Brauerei. Da sind nochmal Supermutanten. Wir können das mal eben kurz entdecken. Jo, die Gwinnett-Brauerei. Sehr cool. Oh nein, Meyer-Lurk-Eier. Im Ernst? Willst du mich verarschen? Jetzt keine Meyer-Lurks, oder? Wenn die Eier schon mal hier rumliegen? Wir treffen hier auf Meyer-Lurks. Da, da ist schon einer. Hallo, kleiner Meyer-Lurk. Jo, von hinten erwischen wir ihn besonders gut. Ja, das machen wir das nächste Mal. Es ist jetzt über 2 Stunden. Ich wollte gar nicht so lange streamen. Also von daher machen wir es beim nächsten Mal. Ah, gut, okay. Das Chem-Labor ist eine Fabrik. Ach so, alles klar. Zum Chem-Labor wurde das auch schon vergessen. Ja, ich hatte mir 4 Quests rausgesucht und dementsprechend, ich wollte machen, Moment, das Wasserloch, das haben wir gemacht, jetzt muss ich noch zur World 88 zurück, Quartiermeister haben wir gemacht, da muss ich noch zu Halen zurück und jetzt haben wir hier die mechanische Bedrohung und das hier, Diamond City Blues. Mechanische Bedrohung habe ich immer noch nicht geschafft, ich wurde ja darauf hingewiesen, das doch bitte endlich zu machen, damit ich einen bestimmten Begleiter bekomme. Machen wir auch noch. Ich meine, wir sind bei Folge 123 jetzt mit dem gestrigen Stream. Heute habe ich noch mal einiges. Das wird noch lustig. Zieh mit dem Wetz auf den Kopf. Ja, ist mir schon klar, aber der hat mir gerade seinen Hintern zugedreht und das wollte ich jetzt nicht so ganz riskieren. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Bei der nächsten Aufnahme, beim nächsten Stream mal gucken. Wir schauen mal. Schöner Stream. Oh, danke. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich danke euch, ihr Lieben. Hat mir sehr, 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 sehr geholfen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da jetzt mit umgehen soll. Ob ich nochmal ein kurzes Infovideo mache. Ich weiß, dass es nicht muss, aber ich glaube, inzwischen bin ich der Meinung, ich sollte es einfach mal tun. Weil, ich bin das niemandem schuldig. Ich weiß, aber das, was ihr jetzt hier so, für mich seid, kommt schon hart an so etwas wie ein gewisser Freundeskreis, um das einfach mal zu sagen. Und deswegen möchte ich das dann ganz gerne. Und von daher weiß ich noch nicht, ob ich dann lieber, aber ein Video dazu zu machen, ist auch kacke.
Ja, genau, meinte Albert. Dann bekomme ich Ada. Richtig, 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 richtig. Ich sag's einfach jetzt. Ich finde das so kacke. Ich sollte das so machen, was mir am besten hilft. Und das hilft mir am besten, es einfach zu sagen. Es ist meine Schwiegermama ist ziemlich krank und das sieht momentan alles nicht so gut aus und dementsprechend geht es mir momentan nicht ganz so prickelnd und da hilft mir das, habe ich jetzt gestern wieder festgestellt, ich habe eine ganze Zeit nicht gestreamt, ich habe jetzt zwischendurch ein bisschen aufgenommen. Das Aufnehmen hilft mir echt, um mich abzulenken und gestern das Stream hat mir schon unwahrscheinlich geholfen, dieses Reden zwischendurch und oh, schicke dir ganz viel Kraft, Lissi. Danke schön, Madel. Ich schicke dir auch ganz viel Kraft. Es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist kacke. Es ist einfach scheiße, sagen wir es so. Und ich habe mit ihr zwischendurch immer wieder telefoniert und sie sagt auch, es ist scheiße und es sieht halt nicht gut für sie aus. Am Anfang haben wir gedacht, das wäre was Harmloseres, in Anführungsstrichen, es sollte ein Aneurysma sein und das ist es natürlich nicht, wie es nun mal so ist. Normalerweise gehöre ich auch nicht zu denen, die dann sagen, oh, das war alles so schön, das konnte ja nicht gut gehen, das ist nicht so, das ist mir schon klar, aber es ist kacke. Und danke, Herzog, dir und deiner Mama auch. Aber sie macht das so toll, dass ich der Meinung bin, ich muss es auch gut machen. Also von daher, weil sie geht da so offen und klar mit um und das finde ich so großartig. Es ist nur einfach eine scheiß Situation und morgen wird sie operiert und es weiß keiner, was passiert. Oh, danke, Mr. Sun. Dankeschön. Ja, es ist meine Schwiegermama. Meiner Mama geht's toi 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 noch relativ gut. Es ist meine Schwiegermama. Das ist, aber sie macht das so erschreckend gut. Also sie geht da so offen mit um. Und wir mussten jetzt eine Menge natürlich regeln. Und morgen wird sie operiert. Und es weiß keiner, was danach kommt. Und es ist scheiße. Um es ganz klar auf Deutsch zu sagen. Man muss sich drum herum reden. Es ist einfach scheiße. Und aber ich wollte es wenigstens einmal gesagt haben. Weil, wie gesagt, es ist ich habe nicht großartig Freunde. Und ganz ehrlich, ihr kommt für mich momentan auf jeden Fall einem Freundeskreis am nächsten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert oder sowas, aber es ist es gar nicht. Ich meine das jetzt ehrlich so, weil es macht mir immer Spaß, mit euch zu reden im Stream und all sowas. Und ich möchte auch keinen belasten hiermit oder sonst irgendetwas. Ich wollte nur einfach mal so fair sein. Man kann ja nicht immer nur irgendwas andeuten. Es ist einfach kacke und ach so, ja, Herzogsmama. Ja, ja, auf jeden Fall. Ganz viel Grüße auch an Herzogsmama raus. Man kann nur das Beste hoffen und dafür ganz viel Kraft. Ja, es ist ja, meine virtuellen Freunde sind da gar nicht richtig vorhanden. Nein, nein, das kommt schon einem Freundeskreis am nächsten. Belasten tust du niemanden, wer es nicht hören will, kann ja abschalten. Genau, wer es nicht hören will, ganz ehrlich. Und ich will auch keinen damit belasten, das muss ich auch nicht. Wir packen das und wir stehen das durch. Auch wenn es vielleicht kein gutes Ende nimmt, so wie es momentan aussieht, aber gute Besserung und viel Glück. Dankeschön, Monte Alban, danke. Es sieht scheiße aus. Also von den Ärzten ganz klar bestätigt, das sieht scheiße aus und es ist halt keine positive Diagnose und dementsprechend. Aber ich finde das so wahnsinnig, wie ein Mensch dann da so klar mit umgehen kann. Das finde ich ganz großartig, weil das Schlimme ist, nur bei mir kommt eine Menge hoch, weil ich das schon zweimal erlebt habe in meiner Familie und dementsprechend, boah, wo es eben auch nicht gut ausgegangen ist und dementsprechend, alter Schawitzki, ist das echt kacke im Moment. Aber Streamen hilft, Aufnehmen hilft, auch wenn es manchmal vielleicht pietätlos erscheint, aber es hilft tatsächlich abzulenken und das ist mir momentan wichtig. Deswegen geht nicht alles gerade weiter, aber ich behalte es im Auge und ich weiß, dass ihr Verständnis dafür habt, dass so bestimmte Sachen vielleicht gerade nicht weitergehen, weil ich
eher das spiele, wo momentan echt nach ist. Bitte lasst uns wissen. Wenn ihr das wissen wollt, klar, werde ich das zwischendurch mal erwähnen. Also wie gesagt, sie wird morgen operiert, aber die Ärzte haben ihr eine sehr negative Prognose gegeben. Und dementsprechend wissen wir selber nicht, wie lange wir sie noch haben. Also von daher, wow. Oh Madel, als Betroffener ist das leichter zu ertragen. Es tut mir so leid. Oh Madel, Mensch. Ja. Oh Mensch, Madel. Es tut mir echt so leid. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Das ist, deswegen, ich hasse es eigentlich, über so etwas zu sprechen. Aber irgendwie geht es mir auch mal genauso, dass ich darüber sprechen muss. Und du hast recht, wer es nicht hören will, kann abschalten. Um Gottes Willen, es soll sich keiner meinen Müll anhören müssen. Also von daher, es ist nur eben halt eine wahnsinnige Belastung momentan für die Familie, weil das ganz plötzlich gekommen ist. Also sie ist mit einer es hieß erst, es sollte ein Aneurysma gewesen sein. Das war es in dem Fall leider nicht, obwohl ein Aneurysma schon ziemlich schlimm ist. Leider ist es halt diese verkackte Scheißkrankheit, die man nun mal Krebs nennt, und dementsprechend ist es für sie wahrscheinlich schon in einem so fortgeschrittenen Stadium, dass man nicht viel machen kann. Und wie gesagt, wir hatten das schon zweimal in der Familie. Einmal mein Papa und einmal meine Schwester. Und beides Mal ist es nicht gut ausgegangen. Und es ist momentan so ein Wahnsinnsklotz auf dem Herzen. Und nein, Madel, das weiß ich, dass du dich nicht im Fokus stellen willst. Nein, 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 um Gottes Willen, das wollte ich damit auch nicht sagen. Um Gottes Willen, nein, Madel. Nein, nein, nein. Nein, es tut mir nur so leid, weil ich weiß, dass du da selber so viel mit Scheiß am Kopf hast. Dass du da ganz andere Sachen und dass da, na, das jetzt auch noch, boah, es tut mir so leid, weil du selber betroffen bist. Also ja, es ist Krebs, ein Arschloch, Celine. Dankeschön. Der Druck muss weg, also red, ja. Mach es ihr so schön wie möglich. Genieß. Ja. Scheiß am Kopf trifft. Das war doof ausgedrückt, Madel, aber du hast recht, es trifft. Es ist scheiße. Warum sagen wir es nicht so? Verdammt. Es ist auch nicht. Es wird oftmals nicht gern ausgesprochen, aber es ist nun mal so. Und viel Kraft. Oh, danke, Herzog. Dir auch. Und deiner Mama. Oh, muss das sein? Ich habe meinen Krebs besiegt, meine Eltern haben es nicht geschafft. Also kann ich, oh Mann, das tut mir echt leid. Dann wünsche ich euch allen ganz, ganz, ganz viel Kraft. Weil ich habe auch das Gefühl, entweder verschreckt es die Leute so, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, oder die andere Hälfte hat selber so einen Fall gehabt oder hat selber damit zu tun gehabt, dass es ihnen persönlich betrifft. Ich habe nur bis jetzt immer so die Erfahrung gemacht, wenn man es dann mal versucht, jemandem, den man vielleicht kennt oder so, also Bekannte halt, wie gesagt, Freunde habe ich nicht wirklich oder haben wir nicht wirklich. Da sind mein Mann und ich jetzt eigentlich ziemlich ähnlich, also von daher. Und wenn man Bekannten das erzählt, die weichen erschrocken zurück oder man hat dann später überhaupt nicht mehr viel Kontakt, weil die Leute wissen nicht, wie man damit umgehen soll. Vielleicht wissen sie auch nicht, was man sagen soll. Es ist auch scheiße, sagen wir es mal so. Dein Vater hat den Krebs auch besiegt, dein Onkel nicht 50. Ja, es ist so, entweder stirbt man oder man überlebt. Ja, das ist die beschissenste. Da kann man noch so von einem Arzt irgendwas gesagt kriegen. Entweder stirbt man oder man überlebt. Man braucht sich da nichts vorzumachen. Rainbow Twitch, euch alles Liebe. Ja. Okay. Oh Mann, ich wollte euch doch nicht traurig machen. Das war ein schöner Stream. Ich wollte jetzt jemanden traurig machen. Und es ist nun mal so, wie es ist. Und ich habe es zweimal in der Familie, nicht für mich zum Glück, noch zum Glück, ich weiß es ja nicht, nicht selber, aber eben halt in der Familie gehabt. Und ich weiß, dass man es übersteht. So merkwürdig es auch klingt. Man
Aber es ist halt, ach Gott, ich will damit echt keinen, ich will euch nicht damit traurig machen und auch nicht den restlichen Sonntag damit verderben, wirklich nicht. Also es hilft mir so viel, mit euch zu streamen und mit euch zu reden. Ich nenne es einfach Reden. Es ist, ihr schreibt im Chat und ich antworte darauf. Aber für mich ist es Reden und es hilft mir echt unwahrscheinlich viel. Scheiße. Danke, Madel. Genau. Ich glaube, Leute sind meistens nicht so gut darin, zu etwas nichts zu sagen zu haben und einfach nur mal zuzuhören, denke mir jedenfalls. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es manchen Leuten erzählt, dann werden entweder die Kontakte abgebrochen oder es wird so drüber weggegangen. Also, weil ich nicht weiß, ich glaube, die Leute können es einfach nicht. Entweder können sie es nicht oder sie wollen es nicht. Und es muss auch keiner, um Gottes Willen. Also muss keiner da sagen, ach Mann. Also ich habe alles abgelehnt und mich nicht vergiften lassen. Dann hast du wahrscheinlich Glück gehabt. Ich weiß nicht, also aber ich weiß, was Chemo aus den Menschen macht. Und es ist nicht schön, weil mein Papa hat 2,5 Jahre gekämpft und meine Schwester hat den Krebs in Anführungsstrichen einmal überstanden. Und dann nach ein paar Jahren, hat sie es wiedergekommen und er war innerhalb kürzester Zeit so aggressiv. Es ist... Scheiße, genau. Genau, wer es nicht hören will, kann gehen. Es ist keiner böse. Dankeschön. Oh, der Eisenmeier. Oh nein, gerade wo es so traurig ist. Oh Gott, Eisenmeier, Entschuldigung. Eigentlich wollte ich den Stream beenden und jetzt habe ich alle traurig gemacht. Und nicht, weil ich den Stream beendet habe oder beenden wollte. Oh Mann. Nachdem die Chemo beendet wurde, war sie kein... Echt? Oh wow. Ja. Bei meinem Papa haben sie auch irgendwas Neues ausprobiert und das hat ihm so zugesetzt, irgend so ein neues Studienmedikament, das hat ihm so zugesetzt, war ganz, ganz schlimm. Ich habe mich da heute nochmal mit meiner Mama drüber unterhalten, weil es kommt für uns alle halt jetzt wieder hoch, logischerweise. Und ich weiß nicht, wie es nach morgen mit meiner Schwiegermama jetzt weitergeht. Weil, wie gesagt, sie wird morgen, soll sie jetzt erstmal operiert werden. Und dann wird geguckt, was gemacht werden kann und was nicht. Und anschließend wird dann weiter entschieden. Das muss man ja für sich selber entscheiden, was man möchte und was nicht. Aber das ist schon erstaunlich. Chemo steht bei dir auch einmal. Oh Mann. Oh, Kacke. Die Ernährung radikal verändert und es ging weg. Auch nur Glück, aber es ging. Das kann gut sein, man weiß es eben nicht. Man weiß es, kann es eben nicht sagen, wo es herkommt, warum, wieso, weshalb. Ich verstehe es auch nicht, aber so langsam beim dritten Fall in der Familie frage ich mich jetzt so, wobei meine Mama hatte schon mal im Unterleib Krebs, der wurde entfernt und Gott sei Dank musste sie auch nichts anderes weitermachen, keine Chemo. Und toi, 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 sie ist damit erstmal durch. Weil es wird ja immer so und so viele Jahre werden ja dann veranschlagt, indem man frei von Krebs sein muss, um es zu schaffen. Also, och, ich hasse diese Scheißkrankheit. Oh Madel, ey, das tut mir so leid. Auf jeden Fall, Madel, sag Bescheid, ich drück vorher virtuell noch ganz doll. Krebs ist allgegenwärtig, Opa, Oma, Papa und so weiter. Die ganze Familie ist gefährdet, alles gut. Oh, mein Herzog. Ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, ich halte es mit der wunderbaren Evelyn Hamann, die mal gesagt hat, ich öffne meine Arme ganz weit und ihr habt alle Platz darin, wirklich. Oh Mann. Fleisch gestrichen, alle Milchprodukte. Im vierten Jahr alles top. Ich drücke
dir ganz doll die Daumen, Sasan. Ach, wird schon irgendwie viel wichtiger, ist deine Schwier. Nein, das stimmt nicht, Madel. Du bist auch wichtig. Es mag sein, dass man setzt dann an die Prioritäten von den Menschen, die einem am nächsten stehen, aber du bist auch wichtig, Madel. Essen kann krank machen. Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles, was wir unserem Körper antun. Man weiß es eben nicht. Mein Papa hat früher geraucht, was weiß ich. Und er hat dann auch viele, viele Jahre, bevor er krank geworden ist, auch aufgehört. Aber man weiß nicht, was für Spätfolgen es alles hat. Ja, ich drücke auch alles, sämtliche und wie gesagt, euch alle auf jeden Fall. Oh Mann! Das ist so doof, dass ich das jetzt so traurig beendet habe. Aber fühlt euch alle ganz herzlich gedrückt und es tut euch leid, tut mir echt leid, ich will niemandem den Sonntag verderben, auf keinen Fall. Und das Leben geht auch weiter und ich lächle zwischendurch auch wenn es mir komisch vorkommt, aber es ist nun mal so und das weiß meine Schwiegermama auch. Wir haben auch jetzt zwischendurch, wir haben dann so Videotelefonie, weil sie wohnt halt ein paar Stunden von mir, die wohnt in der Nähe, was weiß ich, die wohnt in Brandenburg und dementsprechend ist sie halt weit entfernt von mir. Mein Schatz ist jetzt gerade da, das Wochenende, weil er da auch in der Nähe arbeitet, aber wir haben vorhin Video telefoniert und dann hat sie zwischendurch auch gelacht, also von daher ist das in Ordnung. Wichtiges Thema, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich genug alle traurig gemacht. Jetzt sind wir alle nicht mehr traurig. Ach, scheiße. Es geht weiter auf jeden Fall. Und wir gucken mal. Ich sag zwischendurch Bescheid, wie es aussieht. Mr. Sun wohnt auch in Brandenburg. Hi. Ja, und nein, es ist nicht so, dass man immer deprimiert sein muss. Nein, um Gottes Willen. Deswegen sage ich ja, schöne Momente genießen. Ich habe es verarbeitet. Was heißt verarbeitet? Ah, das klingt so doof. Es hat damals eine Kollegin zu mir gesagt, was hat sie noch gesagt? Ich war so wahnsinnig sauer. Was hat sie noch mal zu mir gesagt? Der Schmerz lässt nach. Das stimmt nicht. Und das sage ich auch heute noch. Der Schmerz lässt nicht nach. Man lernt damit zu leben, damit umzugehen. Ich habe es gelernt, da kommt jetzt der nächste Klopper, Depressionen, ich war in Behandlung, kann ich ja auch ruhig sagen, wow, das wird jetzt heute so eine Lebensbeichte. Ich war 2 Jahre, 2,5 Jahre damit in Behandlung und ich habe eine Menge, Menge gelernt während der Therapie und unter anderem auch so etwas zu verarbeiten und dementsprechend kann ich sowas auch nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Also man lernt damit zu leben, das zu verarbeiten und damit klarzukommen. Aber der Schmerz lässt nicht nach. Der Schmerz, wenn man seinen Papa verliert oder überhaupt einen geliebten Menschen, der lässt nicht nach. Man lernt damit zu leben, klar. Und das sage ich auch, ohne böse zu sein oder sonst irgendetwas. Ich bin zwischendurch, habe ich immer mal wieder Tage, wo ich wahnsinnig traurig bin. Hatte ich jetzt, glaube ich, jetzt auch wieder, weil es jährte sich zum 10. Mal der Todestag meines Papas. Meine Schwester, wenn der Geburtstag meines Papas ist oder der Todestag meiner Schwester oder der Geburtstag meiner Schwester, immer wieder Kloß im Hals und man weint auch zwischendurch immer mal wieder darüber. Aber natürlich lebt man normal weiter. So. Hau raus, Lissi, wir sind alle für dich da. Oh, danke schön. Ja, Madel, siehst du, Schmerz, genau, das Schmerz lässt nicht nach. Das ist so. Und ich war damals so sauer, ich habe es nicht gesagt, weil dafür bin ich immer schon zu freundlich gewesen. Ich wünschte, ich hätte es damals gesagt. Aber die wollte mir helfen, die wollte mich trösten, aber Schmerz lässt nicht nach. Er bleibt da, er ist da. Und ab und zu darf man ihn dann auch rauslassen. So, Punkt aus. Wow.
Man lernt damit umzugehen und denkt nicht ständig daran. Aber wenn man dran denkt und es an einem ranlässt, kommen halt die Tränen. Ja, aber dann sollte man sie auch rauslassen. Heulen ist in Ordnung. Heulen ist verdammt nochmal in Ordnung. Egal, ob man Mann ist oder eine Frau ist, weinen darf man. Und man ist dann nicht hysterisch oder schwach oder sowas. Man kann es ja auch mit sich selber vereinbaren oder sich selber damit auseinandersetzen. Schön ist natürlich, wenn man das mit anderen zusammen machen kann, weil wie gesagt, ich habe gerade heute mit meiner Mama nochmal drüber gesprochen und es kam eine Menge hoch von meinem Papa, logisch, wenn man, sie hat ihren Mann verloren und ihr Kind verloren, also auch nochmal ätzend. Heulen ist total okay. Nein, Mr. Sun, man muss auch nicht. Man muss auch nicht. Ich sag nur, es kann sein, dass und jeder verarbeitet das anders und jeder muss auch seine eigene Art finden. Also es gibt da, glaube ich, kein Allheilmittel für. Ich könnte auch niemandem sagen, mach das und das und dann geht's dir besser. Das stimmt nicht. Ich kann nur sagen, was ich gemacht habe und dass es mir dann besser ging. Oh, Eisenmeier, danke schön. Bin auch bei dir. So mitten reingeplatzt, bin gar nicht weiß, was ich schreiben soll. Oh, um Gottes Willen, das tat mir so leid. Wir haben so schön über 2 Stunden Fallout 4 gestreamt. Und dann haut die Lissy sowas raus. Alles in Ordnung. Dankeschön. Manchmal kommt sowas hoch und dann ist es halt so. Da fühlt man sich eh schon schlimm genug und braucht nicht eine Verurteilung von außen. Jeder macht das auf seine Weise. Ja, richtig. Richtig. Wir sind eine nette Selbsthilfegruppe. Genau. Oh ja. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, ich soll ja eine Steam-Gruppe gründen, wurde mir gestern schon nahegelegt. Dann nennen wir, jetzt weiß ich einen Namen, wir nennen es Lissys Selbsthilfegruppe. Das passt doch. Und egal, ob es um Zocken geht oder um Gespräche geht oder sowas, wir nennen es Lissys Selbsthilfegruppe bei Steam. Ich bin auch trotzdem, ich bin auch trotzdem ansprechbar für irgendetwas, Probleme oder sonst irgendetwas. Das kann ich gut. Ich kann gut zuhören und ich kann immer gut meinen Senf dazu geben. Es muss keiner Rücksicht auf mich nehmen. Celine ist dabei, sehr schön. Ja, wir nennen die Gruppe Lissys Selbsthilfegruppe. Das gefällt mir. Ich wollte nicht irgendetwas, es gibt ja so viele, die nennen dann ihre Gruppe oder ihre Follower nach sich selber. Und das finde ich so egoistisch, weil ich bin der Meinung, jeder in so einer Gruppe ist ein Individuum und soll auch ein Individuum bleiben. Aber eine Gruppe zu gründen, wo jeder was dazu beiträgt, das finde ich gut. Das mag ich. Das mag ich. Wir nennen es dann Selbsthilfegruppe. Sehr schön. Madel, sehr gut. Ja, die Lissy, oh Gott. Mr. Sun hat kein Steam. Oh nein. Oh, Mac-User. Ein Xbox-Gamer. Kein Problem. Kein Problem. Deswegen ist auch keiner wegen eines anderen Systems ausgeschlossen oder sonst irgendetwas. Es ist nur die Möglichkeit. Oh, schon 2 Stunden, verdammt. Ich habe extra immer mal zwischendurch geschaut, aber ich bekomme es immer nicht mit auf Twitch, wenn du streamst. Oh, das tut mir leid, Eisenmeier. Sorry. Das war aber jetzt auch spontan. Ich habe gestern spontan einen Kurzstream gemacht und heute einen Kurzstream. Aber ich lade die Folgen jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gequatsche. Das weiß ich noch nicht, ob ich das hinten dran lasse. Aber ich lade die Fallout-Folgen auch bei YouTube hoch. Also da macht ihr keine Gedanken. Kannst du nachholen. Dann habe ich nämlich auch wieder ein paar Folgen. Momentan läuft ja sowieso nur Echo und Bioshock. Läuft, glaube ich, noch der Rest aus von Burial at Sea. Und danach kommt Dishonored. Und seid gewarnt, ihr Lieben, ich hänge ziemlich lange an einem Level fest, weil ich überall wieder gucke und mache und tue. Es ist wieder typisch für mich. Ich schäme mich auch schon ein bisschen. Dann noch eine Facebook-Gruppe. Oh, ich bin zwar bei Facebook, aber ich glaube nicht, dass ich bin dann noch nie aktiv gewesen. Müsste das sein? Achso, danke für die Twitter-Meldung des Streams. Ja, habe ich doch diesmal. Ich habe es doch getwittert, oder? Ich hatte es doch getwittert, oder? Oder war ich böse? Habe ich nicht getwittert? Ich habe es gestern... Eigentlich ist mein Twitch-Account mit Twitter verbunden, aber... Twitch kriegt es momentan nicht auf die Reihe, Bescheid zu sagen, wenn Lissy streamt.
Also habe ich es vorhin nochmal extra. Ich habe es heute getwittert. Oh Gott. Okay. Also normalerweise müsste es automatisch getwittert werden, aber anscheinend nicht. Oh, Fallout, ja. Oh nein, Mr. Sun ist überfordert mit meinen ganzen Videos am Tag. Das tut mir leid. Nein, ich mache ja auch nur zwischendurch so, ich habe ja nur so viel laufen, weil es halt so viele unterschiedliche Interessen meinerseits gibt und auch anscheinend bei meinen Abonnenten auf YouTube, weil das, was da läuft, läuft momentan relativ gut. Ich bin arg im Verzug, was Dragon Age Origins anbelangt und das möchte ich auch unbedingt gerne weiterspielen. Aber dadurch, dass ich so viele Sachen momentan spiele, tue ich mich immer schwer, irgendwo wieder reinzukommen. In die Geschichte. Wenn ich gerade spiele, könnte ich stundenlang und tagelang weiterspielen, aber... Kein Wunder, Facebook ist wichtig. Ja, habe ich auch schon gehört, dass Facebook sehr wichtig ist. Ich bin mit Twitter schon überfordert. Also Twitter ist mir manchmal schon zu viel. Gerade momentan läuft sehr viel Negativ-Hashtag. Und dementsprechend... versuche ich das auch jetzt gerade ein bisschen zu ignorieren. Aber ein paar Sachen. Ich habe heute, glaube ich, 2 Japan-Sachen, weil ich immer noch Japan... Ich wollte eigentlich nur 1-2 Folgen Japan-Vlog machen, obwohl es jetzt schon 1,5 Jahre her ist. Aber naja, das ist ja... Das läuft ja nicht weg, sagen wir es mal so. Jeden Tag 3 Videos. Das mag der Algorithmus nicht mehr. Du musst ja nicht alles gucken, Mr. Sun. Das ist ja nur das, was jeden interessiert. So, also ich... Ich meine, Bioshock ist ja eher so der Shooter-Kram. Echo ist was ganz anderes momentan, habe ich das Gefühl, mit dem ganzen Stealth-Modus. Und was läuft noch? Achso, Fallout läuft jetzt gerade dann noch wieder. Heute Abend. Ich glaube, heute habe ich wieder eine Folge rausgehauen. Das stimmt. Man muss nicht alles gucken. Gut, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, wie ich den Stream jetzt beenden soll. Vernünftig beenden soll. Einfach nur... Mit einem ganz, 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 ganz großen herzlichen Danke und ganz viel Kraft auch für euch. Jeder hat seinen eigenen Packen zu tragen. Ich denke an euch und ich hoffe, dass ich möglichst bald wieder streamen kann. Ich kann nur halt keinen festen Termin momentan legen, weil es in der Woche weiß ich noch nicht. Und nächstes Wochenende kann ich es leider auch nicht versprechen. Ich versuche es gerne. Japan-Vlog auf den Kalender schau. Ja, es ist 1,5 Jahre jetzt her, dass ich da war. Und ich habe ein paar Folgen ja jetzt rausgehauen. Hatte ich ja schon. Und es fehlen eigentlich noch. Es fehlt noch... eigentlich wollte ich noch in den Pokémon-Shop da noch ein bisschen was zusammenschneiden. Dann waren wir noch einmal am Pazifik und dann waren wir noch auf dem Tower da, wo ich mit meiner Höhenangst, das würde ich ganz gerne raushauen und haben dann auch noch abends in der untergehenden Sonne endlich den Fuji gesehen, was wir unbedingt wollten, also das wollte ich noch raushauen. Echo ist cool, war überrascht. Ja, ja, Echo ist wirklich cool, aber auch sauschwer, also wow. Mein Kanal wird von YouTube gedrückt. Ja, Gott, komm. Ich habe sowieso viel zu wenig Abonnenten für YouTube, dass ich interessant werden könnte für die. Also von daher, das ist... aber es ist okay so. Also mir gefällt das. Ich habe nur nette Kommentare, meistens nur nette Kommentare unter den Videos. Alles Gute für dich, Lissi. Wir hören uns. Genau, Rainbird. Das wäre schön. Ich, endlich wieder eine Runde Neverwinter. Wunderschönen Abend euch. Danke, liebste. Oh, ganz viel Kraft auch dir, Madel. Dankeschön. Schönen Abend. Ja. Lasst euch nicht. Was? Nee, mach mal 9. Der ist zu alt. Was? Ja, okay. Dann schickt mich nach Japan, Mr. Sun. Ich würde sofort wieder nach Tokio gehen. Das hat mir echt... Oh, das war so schön da. Es war so schön. Also, würde ich sofort machen. Naja, sofort. Im Moment passt es leider nicht wirklich. Aber Japan war schön. Ja, ich wünsche euch trotzdem noch einen restlichen, wunderschönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche oder wie auch immer. Dankeschön für eure...
lieben Sätze hier im Stream. War sehr, sehr, sehr schön. Ja, wir spenden Lissibel nach Japan. Ja, im Moment kann ich nicht. Aus familiären Gründen. Aber sicherlich, Japan war wirklich toll. Und war auch eine einmalige Gelegenheit, die ich unbedingt machen musste. Und auch eine super Gelegenheit. Wenn meine liebe Schwester nicht wäre, hätte ich es auch nicht machen können. Also von daher. Ach, ihr Lieben, ihr Süßen. Fühlt euch ganz herzlich von mir gedrückt. Ich wünsche euch allen auch ganz viel Kraft und Liebe und alles, was ich schicken kann. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder im Stream. Und ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch. Lissi.